Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Weston ließ die Blätter sinken und sah lange alle an, die mit ihm um den großen Kamin saßen. Dann las er weiter. Die Jagd nach einem idealen Virus dauert schon viele Jahre. Der mörderischen Brutalität nachzuschließen, mit der gegen das Hamburger Institut vorgegangen wird, haben die Leute dort dieses Virus gefunden. Wie sie mir sagten, wagt einer der Wissenschaftler bereits den Selbstversuch mit einem Impfmittel. Jeder der Mächte hätte natürlich gerne Virus und Impfstoff. Was sie jedoch unter allen Umständen haben muss, ist eigentlich nur das Virus. Geschickte Biochemiker werden bald danach das entsprechende Impfmittel entwickeln. Einer der beiden Mächte wird es gelingen, in den Besitz des Virus zu kommen. Davon bin ich überzeugt. Einmal im Besitz von Virus und Impfstoff ist die Supermacht, gleich welche, entschlossen, so vorzugehen. Sie wird den Beginn der Aktionen auf den Herbst legen. Alljährlich im Herbst werden in Ost und West Abermillionen Menschen gegen Grippe geimpft. Unter jenen, die dann automatisch geimpft werden, sind alle Politiker, alle hohen Militärs, aber auch die Soldaten aller Waffengattungen, Jugendliche in Schulen, ganze Berufsgruppen. Wegen der zunehmenden Gefährlichkeit ständig neu auftauchender Grippeviren lässt sich der größte Teil der Bevölkerung freiwillig impfen. Somit wird anlässlich einer solchen Grippeimpfung Millionen von Menschen auch der Impfstoff gegen das Soft-War-Virus verabreicht. Wobei die Militärs und Politiker wissen, dass trotzdem 20-25% der jeweiligen Bevölkerung, die es zu schützen gilt, ungeschützt bleiben werden. Eine Zahl, die von den Militärs indessen begeistert hingenommen wird. Im Falle einer atomaren Auseinandersetzung rechnen sie mit Verlusten bis zu 90%. Dazu kommt ihr Hauptargument, dass die gegen das Virus Ungeschützten ja keine Toten sein werden, sondern nur in ihrem Wesen veränderte Menschen. Man wird sie als Arbeitsbienen einsetzen. Soweit Ethik und Moral der Mächtigen. Das hat einer der deutschen Autoren geschrieben, der einst zu den wichtigsten deutschen Schriftstellern gehörte. Seine Bücher stürmten regelmäßig die Bestsellerlisten. Und nein, hier nimmt der Autor nicht das Geschehen um Corona und die gentechnischen Spritzen vorweg, sondern taucht ein in die Welt der Genforschung, so der Werbetext des Buches, berichtet über folgenschwere Experimente von Genforschern mit einem unheimlichen Virus, schildert unbarmherzig die Jagd nach einer sanften Waffe, die im Besitz einer Großmacht der Schlüssel zur Weltherrschaft wäre und, natürlich, erzählt vom kühnen Kampf zweier Liebender. Das ist schon eine Weile her, 1987, um genau zu sein. Seine Bücher erreichten eine heute unvorstellbare Gesamtauflage von 73 Millionen Exemplaren in vielen Sprachen. Sie wurden oft verfilmt und heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Gelegenheit, an ihn zu erinnern. Die Rede ist von Johannes Mario Simmel und der Auszug vom Anfang stammt aus seinem Buch »Doch mit den Clowns kamen die Tränen«. Johannes Mario Simmel, am 7. April 1924, also in Wien geboren, begann als Reporter bei einer Illustrierten seinerzeit in München, der Quick. Matthias Matosek, auch Reporterlegende. Johannes Mario Simmel, was war denn das für ein Mensch? Ja, also er war in einer jüdischen Familie geboren, hat aber die Nazi-Zeit offenbar in der chemischen Produktion überstanden. Alle seine väterlichen Verwandten sind umgekommen und hat dieses Trauma in vielen seiner Romane auch zum Thema gemacht. Also insofern tatsächlich mit der Aufarbeitung beschäftigt, ja, die wir so gerne hier machen. Und er galt als sehr zurückhaltend, hat, glaube ich, nur ein Interview gegeben und wurde von dem Rezensat, von der Presse, von der Chattering Class immer als zweitrangiger Unterhaltungsschriftsteller diffamiert und missachtet. Dabei habe ich also ganz intensive Erlebnisse mit ihm gehabt. Seine Kunstgeschichten zu erzählen war fulminant. Ganz besonders habe ich ihn gebrauchen können, als ich in Indien im Knast war. Ich war ja wegen Haschischschmuggel in Amritsar aus dem Verkehr gezogen worden und hatte zwei Bücher im Gepäck. Das eine war von Marcuse, der eindimensionale Mensch. Ja, ich wollte natürlich ein mehrdimensionaler Mensch sein, deshalb habe ich wahrscheinlich so viel gekifft. Das andere war, es muss nicht immer Kaviar sein. Und wir waren in einer Zelle im Central Jail of Amritsar
Und das Tolle an diesem Buch ist sind die ganzen Kochrezepte. Also der Thomas Liefen, die Geschichte ist ja, dass der Thomas Liefen ein Frauenverführer und Meisterkoch, er verführt die Frauen auch durch seine Kochkünste, dass er gleichzeitig für die Engländer, für die Nazis und für die Franzosen, glaube ich, spioniert und ein Herzensbrecher ist und eben ein toller Koch. Und wir haben im Knast damals immer nur Chapsi und Chapati, also dieses Fladenbrot, das meistens trocken war, und Chapsi, das war so ein Gemüsezeug, und Dal, diese Linsensuppe, auch eine sehr verdünnte Linsensuppe. Und das hing uns natürlich zum Hals raus. Und da es mir gelungen war, in der Grenzbaracke einen Teil meiner beschlagnahmten Ware wieder an mich zu nehmen und in den Knast zu schmuggeln, haben wir uns da bekifft. Und ich habe dann die Rezepte vorgelesen und übersetzt. Also wir waren eine internationale Truppe. 3 Franzosen waren dabei, also auch Feinschmecker. 1 Italiener, 1 Schwede und ein Typ aus San Francisco, der mit LSD-Trips geschnappt worden war. Er hatte alle Trips runtergeschluckt, als er gefrisket worden ist. Und der hat nur noch gelächelt. Der hat irgendwie so einen Stillstand im Kopf gehabt. Auf jeden Fall habe ich dann mit Hingabe die Rezepte beschrieben. Und alle haben Mordskodampf gekriegt und waren selig. Besonders die Franzosen. Ja, und der hat er ja zum Beispiel, hier nochmal nachgelesen, Schweineschinken in Rotwein mit Selleriesalat. Das haben wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Dann warme Lachsbrötchen. Königsberger Klopse war dabei, die ich natürlich von zu Hause kannte. Also das Heimatgefühl war mit dabei. Also es war sozusagen ein wunderbares kulinarisches Erlebnis auch, Simmel zu lesen und vorzulesen. Er war ja wohl, wenn ich das richtig weiß, einer der Ersten, der Rezepte in seine Romane eingeschmuggelt hat. Der traf damit den Nerv des Nachkriegspublikums der 50er, 60er und teilweise der 70er Jahre. Ja. Was war denn das für eine Zeit damals? Die 60er Jahre waren natürlich die, meiner Ansicht nach, eine gloriose Dekade. Also gerade für uns Hippies, das war natürlich die Beatles-Dekade. Und für die Gesellschaft war es sozusagen der Auslauf und der coolere Umgang mit der Wirtschaftswunderzeit. Ja, die Wirtschaftswunderzeit war ja in den 50er Jahren, ich bin 54 geboren. Und dann kam sozusagen dieses Entspannungstraining mit all dem Quatsch, mit Aufklärung, mit Oswald Kolle und der sexuellen Lockerung. Und also für jemanden, der pubertierte 1968, wie ich, also mit 14, war das die herrlichste Zeit der Welt. Also die Mädchen hatten alle Miniröcke und wir waren alle sehr, sehr fröhlich und locker und bekifft drauf. Und für die große Gesellschaft eben auch ein großes Entspannungstraining. Und da kam der Simmel mit seinen Romanen rein. Und der Roman Lieb Vaterland mag's ruhig sein, das hat dieses Ost-West-Drama zum Inhalt gehabt. Also ein Tunnel, ging um den Tunnelbau von Ost nach West. Mein Freund Roland Klick hatte das 1976 wunderbar verfilmt. Das ist, Jimmy ging zum Regenbogen, wurde auch verfilmt. Das ist ein Rückgriff auf die Nazi-Zeit mit dem düsteren Schurken Horst Frank. Der hat ja immer die Schurken gespielt. Ging um Massenvernichtungswaffen. Insofern auch ganz aktuell, um das Wettrüsten. Also er hat schon große Themen angepackt und hat sie auf seine Art sehr, sehr lebendig. Und natürlich gab es immer Liebesgeschichten und es gab Spannung. Und ich habe mich an dieser Diffamierung von Unterhaltungsliteratur nie beteiligt. Ich fand das immer faszinierend. Also ich war als Jugendlicher natürlich Karl-May-Leser, den man ja auch lange Zeit als zweitrangig angesehen hat. Also diese Einteilung zwischen E und U, ja, ernsthaft und Unterhaltung, war ja bei uns irgendwie verbreitet, war ein bisschen arrogant alles. Aber ich mochte diese. Ich meine, wenn man sich das wirklich ernsthaft überlegt,
große Autoren, zum Beispiel Walter Scott, den habe ich jetzt entdeckt wieder, Ivanhoe oder Waverley. Den das schottischen Dichter. Ja, genau, diese Liebesgeschichten aus dem schottischen Hochmoor mit Helden und Kämpfen und Zeitgenosse Goethes. Ja, natürlich ist das auch Unterhaltungsliteratur, aber gelungene und spannende. Und ich finde, dass man tatsächlich dem Simmel ein großes Unrecht getan hat. Und vielleicht sollte ich jetzt mal wieder den Thomas Liefen mir zu Genüge führen, der mich damals so umgehauen hat. Es war das richtige Kontrastprogramm zu Marcuses eindimensionalen Menschen, der mich ja auf neomarxistische Art und Weise, eine gesellschaftskritische Art und Weise befeuert hat. Aber wenn man genau ist, hat auch der Simmel die absolut nicht eindimensionale, also mehrdimensionale Charaktere geschildert, weil die natürlich alle auch ihre Widersprüchlichkeiten hatten. Die waren auch, die also Grenzen zwischen Gut und Böse verschwommen. Gerade bei dem Jimmy, der zum Regenbogen ging, mit dem Rückgriff auf die Nazi-Zeit. Also das war, es ist ein bis heute wahrscheinlich unterschätzter Autor. Jimmy ging zum Regenbogen, so hieß dieser Spionageroman von Johannes Mario Simmel. War Simmel denn so etwas wie ein deutscher John le Carré? Es geht in die Richtung, absolut. Auch John le Carré hat sich ja nicht gescheut, tief in die Unterhaltungskiste zu greifen. Und der Vergleich ist durchaus nicht verfehlt. Weil John le Carré war... Der kam ja direkt selber aus dem Geheimdienstmilieu. Ja, total. Ja, MI5, MI6 hat mir hier, ich war mit ihm befreundet, war sehr nett in London, als ich Korrespondent war, war ich oft mit ihm zusammen und er hat mich hier auch in Hamburg besucht und hat mir an der Alster, einem Alster-Spaziergang jenseits der Alster das Konsulat gezeigt, wo er den Spion, der aus der Kälte kam, konzipiert hat. Ja, und hat herrliche Geschichten erzählt, ja, wenn Richard Burton auf dem Set erschien und Liz Taylor ihn besuchte, ja, und dann mit einem Nerzmantel aus ihrer Limousine ausstieg und so, und alle haben gegafft und geguckt und die Göttin bewundert, ja. Das Interessante bei John le Carré übrigens ist ja, dass sein Vater für die K-Brüder gearbeitet hat. Da gab es ja einen wunderbaren Film über die beiden Gangster, die Londoner Unterwelt beherrscht haben. Und sein Vater war Teil der K-Bande. Und der hat dann später, das war auch so ein Gambler und so ein Lebenskünstler, wenn man so will, aber eben kriminell, der dann später die Bücher seines Sohnes signiert und sich als John le Carré ausgegeben. Er hieß eigentlich Cornwall, David. Und und sein Vater hat nebenher noch mal ein bisschen Geschäft gemacht und abkassiert, indem er sich als seinen Sohn ausgegeben hat. Generationenvertrag mal umgekehrt. Ja, genau. Johannes Mario Simmel kam ja aus dem Journalismus. Er war bei der Münchner Quick beschäftigt. Das war die große Konkurrenz zum Stern. Diese Zeit muss man sich mal vergegenwärtigen. Ja. Es gab eine ganze Reihe großer Illustrierten, die mit Millionenbeträgen um die Gunst des Publikums buhlten. Und Simmel gehörte zu den bestbezahlten Reportern bei der Quick. Der wurde um die Welt geschickt und hatte Geld ohne Ende zum Ausgeben. Völlig andere Zeiten. Heute ist ja der Stern froh, wenn er seinen Reportern das Straßenbahnticket zum nächsten Reportagetermin bezahlen kann. Ja, nee, die haben wirklich Geld gedruckt. Die Quick, von der Quick hat mir mein Freund Robert Lebeck erzählt. Der war ein Fotograf, der hat für die Quick gearbeitet, bevor er zum Stern gegangen ist. Bob Lebeck ist ja berühmt geworden durch wirklich Schlüsselfotos, zum Beispiel das, was... ein wunderschönes Fotobuch auf den Spuren Jack Londons durch Alaska. Ja, und naja, ich hatte dieses berühmte Foto Adenauer und Churchill, da hieß es dann, als sie sich getroffen haben, da hieß es, alle Fotografen rausgehen, und Bob, gedankenschnell, verbarg sich hinter einem Vorhang.
Und dann ging der Abend weiter. Und dann gab es die Schwiegertochter von Churchill, war dabei. Und dann fragte Anna, gibt's denn nicht einen Fotografen, der da jetzt mal ein Foto macht? Und dann trat Bob hinter dem Vorhang hervor und machte dieses berühmte Foto von Adenauer und Churchill in der Residenz. Und oder zum Beispiel dieses andere Signalfoto, das war 1960, als Kongo befreit wurde oder in Freiheit entlassen wurde von Belgien. Und der König Leopold II., der Zweite, stand in seiner weißen Prachtuniform in der offenen Limousine. Und die und Bob hatte irgendwie den Anschluss verpasst. Die Fotografen sind natürlich alle, um den Schuss von vorne zu kriegen, vor der Limousine gelaufen. Ja? Und Bob war zurück und erwischte den Moment, als einer der Schwarzen in die offene Limousine griff und den Prachtsäbel von Leopold klaute und auf ihn zulief mit dem Säbel. Und da stand Bob genau richtig und hat dieses Foto gemacht. Also die Quick war eine sehr lebendige, ja, Trash-Illustrierte, kann man sagen. Und ja, es war so, dass in den 50er und 60er Jahren war der Hunger nach exotischen Plätzen im deutschen Publikum enorm. Also Reportagen, ob Foto oder geschrieben, aus fremden Ländern, waren natürlich was das Publikum haben wollte. Wolfgang Menge zum Beispiel war ja auch Korrespondent in Tokio eine Zeit lang und belieferte die Blätter. Also ja, das war die Zeit, wo Deutschland, wo die Deutschen, auch wo die Reiselust erwachte. Die wollten alle raus und andere Länder kennenlernen. Und da haben die Illustrierten natürlich eine große Rolle gespielt, die ihnen dann diese Länder Simmel ist ja auch immer in die einzelnen Länder und zu den Orten gereist, die er dann beschrieben hat, wie etwa nach Genf. Dort hat er sich ja in dem Beau Rivage eingenistet, um seinen Roman zu schreiben, Roman zu recherchieren. Ja. Ist das heute noch vorstellbar? Heute ist die Recherchereise, die geht ins Internet. Ja, absolut. Das ist heute, sparen Sie an allen Ecken und Enden. Es waren goldene Zeiten für Autoren. Ich erinnere mich noch, dass der Stern dem Erich Kubi, der war hochbezahlter Reporter und gern gedruckt, der sollte eine Geschichte machen über die ganzen Starfighter, die abgestürzt waren, mit der berühmten Headline, runter kommen sie immer. Und der verlangte für seinen Gig, dass man ihm im Atlantik, in vier Jahreszeiten, eins von beiden, einen weißen Flügel in das Dachgeschoss stellt, damit er in den Zwischenpausen nachdenkt, ein bisschen auf dem Klavier spielen kann. Und das haben die gemacht. Die haben dafür gesorgt, dass er die Dachsuite bekommt und da einen weißen Flügel. Ich weiß nicht, wie die ihn da reingeschafft haben. Vielleicht haben sie das Dach abgetragen. Aber Zeitungen, wie gesagt, die strotzten vor Geld. Und den Illustrierten war kein Aufwand, um das Kostbarste zu stützen, nämlich uns, lieber Holger, die Autoren. Ja, ich meine, die Zeitungen wären doch, machen wir uns nichts vor, die wären doch nichts ohne uns Autoren. Ja, wir wurden noch gestützt und hatten Geld. Ich kann mich erinnern, aus meiner Zeit beim Stern, das war in den 80er Jahren, da habe ich erstmal mit Bob Lebeck eine 4-Wochen-Tour durch Indien gemacht, weil das Buchmessenthema Indien war. Und wir haben eine wunderbare Reise von Bombay über Goa, Kerala, dann Madras, dann nach Bangladesch. Also es hat zigtausende gekostet. Und es kam dann hinterher heraus, dass wir nur 2 Seiten hatten und irgendwie 9000 Anschläge. Also oder ich bin mit Tom Jacobi auch 4 Wochen lang durch das teure
Japan, wir haben die japanische Avantgarde, also Rei Kawakubo, die Modemacherin und die Roboterforscher und so weiter. Und Tom hat sich ohne weiteres einen Hubschrauber anbieten können, um ein bestimmtes Museum von oben zu fotografieren. Ja, das klingt wie Fabelmärchen aus fernen Zeiten und ja, aber so war der Journalismus damals. Aber wir haben ja auch gut geliefert heute. Das muss man deutlich sagen. Die Leser waren da. Ja. Hätte Simmel eigentlich heute noch eine Chance mit Recherchereisen ins Internet, die viel preiswerter sind? Er hat sehr gut recherchiert. Das muss man sagen. Er hätte alles benutzt, um sich erstmal gut vorzubereiten. Und ganz todsicher wäre er ins Internet gegangen und in diese Kaninchenhöhlen. Und hätte sich da umgetan und er war ein sehr sorgfältiger Journalist und seine Romane sind alle sehr faktengestützt und gut ausrecherchiert und er hätte ganz sicher alle Möglichkeiten genutzt, die das Netz heute gibt. Was hat sich denn heute im Journalismus sonst noch geändert? Simmel, der hat ja sehr von der Apokalypse auch gelebt, das muss man sagen, aber wenn er Umweltsaureien angegriffen hat, dann ging es um die Menschheit, während beispielsweise ein Michael Crichton dann später das doch deutlich differenzierter dargestellt hat, als nämlich eine von gewissenlosen Geschäftsleuten getriebene Angelegenheit, mit der sich prächtig Geld verdienen ließ. Naja, du darfst nicht vergessen, die 60er Jahre waren ja auch teilweise durch die atomare Konstellation apokalyptisch gestimmt und getönt und mag es sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber ich kann mich noch erinnern, 63, Kuba-Krise, ich kam mit meinen Eltern aus dem Gottesdienst und die unterhielten sich, es war Stuttgart, war Schwabe, gell? die unterhielten sich nach der Messe auf dem Vorplatz und dann sagte eine Dame im vornehmen Mantel, es gibt ein drittes Weltkriegle. Ja, und wie war das, diese Mischung aus Weltkrieg und diese Verniedlichungsform Weltkrieg, ja, fuhr mir nicht, also wenn ich, als ich später darüber nachgedacht hatte, das war monströs, ja. Das war schon auch die Zeit. Auf der anderen Seite war es, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich älter als du, die 60er Jahre natürlich auch eine Zeit der großen Entspannung und großen Lockerung und allerdings hat man auch schweres Gepäck gehabt, also dass man gerne über Bord schmiss. Es war schon damals der Kampf der Moderne gegen die Vergangenheit mit dieser arroganten Attitüde, alles was Vergangenheit ist wertlos gegenüber dem, was wir heute haben. Und es war schon eine gewisse Traditionsverachtung. Nun waren ja die Deutschen noch viel näher an dem, sozusagen, an diesen dunklen Jahren und wollten ganz gerne das loswerden. Und keiner hat damals über die 12. Jahre zurück hinausgedacht. Ja. Warum kann man eigentlich heute kaum noch ein Buch oder eigentlich kein Buch mehr von Simmel finden? Ja, das ist die Umweltgeschwindigkeit in Sortimenten. Ich weiß nicht, was ideologisch gegen ihn vorliegen mag. Eigentlich hat er ja die Themen bearbeitet, die auch heute en vogue sind. Es gab immer den Kitschverdacht. Mhm. Man müsste mal sehen, ob seine Frauenfiguren noch irgendwie politisch korrekt sind. Eher nicht, will ich sagen. Ein Macho wie der Thomas Liefen, ein grandioser Kerl und... Der müsste als Transer auftreten, oder? Er müsste seine non-binäre Natur entdecken und wahrscheinlich so, ne? Ich find's schade. Vielleicht sollte man den Geburtstag nutzen, Zuruf an die Sortimenter, da vielleicht doch zu Jubiläumsausgaben nochmal zu greifen. Weil wir leben ja in Zeiten, in denen wir Ablenkung, Entspannung ganz gut gebrauchen können. Und glänzend geschriebene Unterhaltung, das muss man sagen. Absolut, absolut, absolut. Man kann jedem nur raten, mal einen der Romane in die Hand zu nehmen. Und wie gesagt, mein Liebling ist, es muss nicht immer Kaviar sein. Wurde verfilmt mit Obi Fischer, Senta Berger damals, gedreht von Marischka und Keutner. Also das war schon ein
hoch besetzt. Lieber Matthias Matusek, Reporterlegende und selbst lange Jahre beim Spiegel, vielen Dank für das Gespräch und die Erinnerungen an längst vergangene Zeiten des Journalismus. Heute gilt eher, es muss nicht immer Kaviar sein, so ein Titel eines Buches von Johannes Mario Simmel. Während die alten Medien dramatisch an Bedeutung verlieren, räumen sie das Feld für neue Medien, unter anderem für uns, für Tichys Einblick und für viele andere. Und Tichys Einblick wird bereits 10 Jahre alt, Grund zum Feiern. Am 15. Juni in Halle an der Saale. Roland Tichy, Gründer von Tichys Einblick. Ich lade Sie ganz herzlich ein, mit uns zu feiern. 10 Jahre Tichys Einblick am 15. Juni in Halle, im dortigen Messegelände. Da bereiten wir für tags einen wunderbaren Kongress mit viel interessanten, bemerkenswerten Vorträgen, mit allen Kollegen und Kolleginnen von Tichys Einblick, mit Autoren, mit Bücherständen, mit Bibliothek und mit Peter Hane als Gastredner vor. Und am Abend, da wird es dann richtig gemütlich. Dann gibt es, wenn das Wetter mitspielt, Grillen im Freien und wir streiten uns noch, wo die Tanzbühne aufgebaut wird. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichyseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.